Jo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sieben wir sind. Wir haben uns gerade eben mal die letzte Folge angehört. Und zwar nur auf halber Geschwindigkeit. Und das klingt so beschissen, wie wir reden. Es ist eher lustig. Okay, also wir sind jetzt hier und es geht weiter. Blutige Reliefplatte. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht, auf einer Seite der Platte ist... Das ist für eine random Scheiße, Alter. Was ist eine eingekerbte Seite auf diesem... Die andere heißt Tod. Was hältst du denn für realistisch? Ich will jetzt sterben. Ich wollte eigentlich jetzt voll auseinandergenommen werden. Scheiße. Wenigstens ein kleines bisschen lustig. Muss es ja sein. Dreh dich mal rechts um, nicht, dass du da auch lang kommst. Ja. Ich werde es hier erstmal kaputt machen. Weißt du, auch immer erst zerstören. Hier, ich kann ziemlich weit lang. Ja, sah ja erst so aus, als du gleich straight links gelaufen bist. Ich weiß einfach, wo ich lang gehen muss. Das ist gut, dass du das weißt. Willst du das Licht wieder ausmachen? Nein. Wow. Schallus Vellus. Schallus Maximalus. Haha, den Raum kennen wir. Ja, hier sind wir schon mal rausgegangen. Und haben ihn andere Sachen, diesen komischen Typen, andere Wegmetze sehen. Na okay, ist eigentlich nicht der gleiche Gang. Dahinter uns war nämlich ein Aufzug. Genau. So. Der endlose Gang. Gucken wir mal, was passiert. Bin furchtbar gespannt. Dann müssen wir schon deine Sprintausdauer nehmen. Ja. Ne. Doc. Doc, was zur Hölle ist hier los? Ja, mal wieder. Keine Zeit. Ich muss rausfinden, wie ich den Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. Er. Wir. Forschten an einer Methode. Wie soll ich das erklären? Es ging darum, Gehirne zu koppeln. Auf elektrochemischer Ebene alles miteinander zu teilen. Gefühle, Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Direkt. Völlig neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Meinen Sie das ernst? Das ist doch völliger Wahnsinn. Ich habe nie gesagt, es wäre perfekt. Besonders nicht mit so einem labilen Wirt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath. Und wir sind alle im Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Aber er ist der Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Sie wissen doch, wie er denkt. Was will er? Nun, das ist nur eine Theorie, aber... Ich denke, er will unseren Tod. Wow, Story! Cool, ne? Ist ja richtig geil. Richtig geil ist es. So. Heute ist Lilis erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Myra, Gott beschütze sie, hat 3 Jahre hinter sich. Ein Baby groß zu ziehen ist ein Vollzeitjob und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat, arbeiten. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD, in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir die Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann. Denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendetwas vor, das gestoppt werden muss. Und Myra wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin und sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Sehr gemein. Na, irgendjemand muss ja hier die Kontrolle haben, wa?
Eine Flasche. Hier kommen wir nicht raus. Dann wieder zurück in den schönen Gang. Gekoppelte Gehirne sind die durch, ey. Ist doch voll super. Ich nehme alles zurück. Du musst rennen. Ja. Jetzt sehen wir, das wollten wir doch noch alle sehen. Bam! Er ist überhaupt nicht auseinandergeflogen. Ja, aber ganz einfach. Sonst fällt er auseinander, wenn ihn ein Hund umrennt. Okay, der Hund war ein bisschen groß, aber hier. Ja, aber er splattert einfach nur, weil der Hund ihn umtackelt, ja. Wenn ja. mich jetzt ein 300 Kilo Ochse einfach nur umrennt, dann zersplattert ich nicht in 1000 Teile. Na, das müssten wir erstmal sehen. Das machen wir dann noch mit Upload auf YouTube. Armin zersplattert. Nicht. Nein. Splattertest. Splattertest. Diesmal brauchst du nicht lesen. Weiß ich. Ich danke dir, dass du immer wieder vorlesst. Heute ist Lilis erster Tag im Kindergarten. Weil ich zu dämlich dafür bin. Vielleicht sollte ich wirklich die Flasche mitnehmen. Das ist ein wichtiges Utensil hier gegen den Bossfight gleich. Kannst ihn mit blenden. Warte mal, was war? Das war Rennen. Gut. Jo. Du kannst auch unendlich lang rennen gerade. Ja. Ja, schön. Oh. Sieht ein bisschen aus wie die Tür bei uns. Schön sicher. Ich wollte sagen, der Raum kam mir insgesamt schon so bekannt vor. Schön sicher. Oh, da steht jemand. Oh. Das hast du gedacht. Das ist so der typische Billo-Effekt von ihm. Ja. Ja, man hat das Gefühl, die Kapitel werden... Ah, jetzt können wir gleich gucken, wie lange wir jetzt Spielzeit haben. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Kapitel immer kürzer werden. Falls es gleich dastehen sollte, dass wir ziemlich viele Stunden spielen, wir haben die PlayStation über Nacht angelassen. Über Nacht? Ja, über zwei. Werden wir gleich sehen. Im Pausenmenü. 56? Sofern die Pause mitgezählt wird. Nö. Nee, wird sie nicht. Gut, na dann keine 56 Stunden. Mensch. Das ist ja super! Supi! Supi! Bei einem Gegner ins Bein schießt, fällt er vielleicht zu Boden. Ich habe zwar totale Scheiße vorgelesen, aber okay. Danke. Hab ich schon wieder völlig vergessen, Alter. So, vielleicht wollen wir ein paar weniger Füllwörter benutzen. Du hast wie Fuck, Scheiße und M. Ja. Und Pokémon. Pokémon ist gut. Oh, oh, oh. Wo sind wir? Zweiter Weltkrieg? Pokémon? Oder auf einem anderen Planeten? Andere Zeit. Ich kann mich zumindest umsehen. Wo befinde ich? Ich sitze auf einem Scheiterhaufen. Wollen die mich jetzt verbrennen oder... lass das. Ja! Castellanos? Detective Castellanos. Waren das... fremde Erinnerungen? Hä? Random? Sie haben unruhig geschlafen. Haben Sie Albträume? Sie fragt und geht. Lass mich los! Huch! Bitte beunruhigen Sie die anderen nicht. Nö, nö, nö. Das, Du hattest aber einen Schlüssel, den du dann... Achso, das war das zum Durchgucken. Ja. Soll nicht die anderen beunruhigen. Kann ich dich etwa beunruhigen, indem ich andere dabei zugucke, was sie machen? Kann ich die Kleine auf die... Sie sehen gar nicht gut aus. Du weißt, du kannst erstmal hinten rum und aufmachen. Jo, jo. Tun wir dies. So, lag noch was bei den anderen drin? Ja, wa? Sonst wäre es ja nicht offen. Na. Danke. Was ist da?
Ah, sehr schön. Pfeile brauchen wir sowieso gerade, da wir berauschend viele haben. Sehr nice. Ja. Ich hätte gerne die ganzen, das ganze Glibber zurück, was wir in die Nahkampfangriff gesteckt haben. Weil der völlig sinnlos ist, meiner Meinung nach. Schließe ich mich inzwischen an. X halten. Warum konntest du da X halten? Weil es, glaube ich, zurückgeht. Nee. Erinnerungen können ungewiss sein. Erinnerungen können leicht von anderen verdreht werden. Deshalb sollten wir sie stets pflegen. Mhm. Sieht sie nicht ein bisschen so aus wie sie? Kann ich hinkommen? Kann ich sie umlaufen? Nein. Und jetzt geht sie wieder zurück. Ja. Gut, na dann erstmal aufmachen und tun. Hast du noch einen besonderen Wunsch? Waffenstärke? Vor allem Waffenstärke. Diesmal schon. Alter, was ist denn los? Oder was willst du denn? Für was bist du denn? Weil ehrlich gesagt... Immer zur Fitness. Brauchen wir ein bisschen Action. Zu teuer. Das war totaler Dreck. 6 Sekunden reicht vollkommen aus, finde ich. Ja. Und brauchen wir auch nicht. Reserve, dazu müssten wir mal Munition haben. Ja, ich wollte sagen, ist auch Quatsch. Ist jetzt auch nicht gerade so sinnvoll. Die Bolzen sind so gut, wie sie sind, finde ich jetzt. Ja, die reichen mir auch von ganz so. Was? Mehr Schaden einfach. Das können wir theoretischerweise also einmal machen. Mache ich jetzt einfach. Stufe 5 wird Feuerschaden hinzugefügt. Ja. Na komm, weil es kann. Nein, nimm die Pistole. Oh. Du hast bestimmt noch genug, um Genauigkeit hochzurücken. Ja, scheiß drauf. Ja. Und jetzt speichern nicht vergessen. Ja, klar. Ich habe aber keinen Bock, nochmal alle zu machen. Was geht? Ich kann nicht speichern. Ach so, das Kapitel anfangen. La, 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 la. Ich kann hier. Du musst den Spiegel ganz hinten nehmen. Nee, irgendwas muss ja noch passieren, sonst würde er nicht hier... Ach so, wir gehen da rein. Ach so. Mal wenigstens ein kleiner Horror. Moment. Jude, aber das war mir auch klar, dass er erst sein soll. Ah, die Rezeption hat Farbe. Okay, cool. Cool, speichern. Dann tun wir das dies jetzt. So, das dauert immer ganz schön lange mit dem Speichern, mal kommt das auch so vor. Mensch, Mensch, Mensch. Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Ja. Oh, ja, Brille. Ich kann nicht mehr. Ich kann aber immer noch nicht da raus. Dann soll ich Tür ist hinten auch zu. Vielleicht soll ich zurück in meine Zelle. Ich hasse Wald. Uah. Es war eine Krähe. Ja. Ich finde alles gruselig im Wald. Doch, doch. Ich kann mich sowieso kaum bewegen. Na, will er sich mit uns anlegen? Verliert er. Jetzt kommen wir doch in die Villa da, wo... Ja. Da soll es ja wenigstens mal ein bisschen gruselig werden. Gruselig? Naja, gruselig, Horror, Schock, spannend. Such dir was aus. Das Haus habe ich schon mal gesehen. Okay, bin ich gespannt. Könntest du bitte weiterreden? Ich möchte jetzt auch wissen, woher du es gesehen hast. Ich war hier zwar noch nie, aber... Nö. Du kennst es. Irgendwo hier. Begeben wir uns mal auf die Suche. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Sieht ein...
Nee, ich wollte gerade sagen, sieht ein bisschen aus wie der Eingang zu der, ja. Zu dem Dings. Vom Weg her würde es auch passen. Ja, war. Auch so von den, ja, deswegen. Von den Hecken und von den, Bänken. Ja, auch von dem Platz, wie der aufgebaut war. Ja. Aber ich habe jetzt die erste Folge schon lange nicht mehr im Schädel. Nee. Und deswegen weiß ich nicht, ob es ansatzweise stimmt, was ich hier sage oder wir sagen. Da sind schon einige Wochen inzwischen dazwischen. Ja, einige, drei, zwei. Ich habe jeden Tag eine Folge rausgebracht, heute kam die 18. Ja, fast drei Wochen. Na, krass. Das wäre so lange her, ey. Heftig. Aber lasst uns ja eine schöne Zeit irgendwie. Aber kann man auch verstehen, warum. Gut, dass die Hecke den geilsten Effekt von einem hat. Ja. Gut, ich würde sagen, jetzt gehe ich einfach hin. Oder kann man hier irgendeine Statue runterschießen? Ja. Aber ich sehe nichts. Mal höher. Was ist denn das da? Was? Das? Ach nee, okay, das ist nur die. Nee. Ich habe nur gesehen, dass halt eine andere auch ist. Ah. Aber es sah so wohl geformt aus. Ach, geh einfach rein. Wir haben schon so viel übersehen, da können wir noch mehr übersehen, Mark. Sagt mir auch immer wieder. Ach, das. Das Preview-Kapitel, was man sich hätte angucken können. Das Spritzen auf dem Stuhl. Spritzen? Hab ich gar nicht gesehen. Grausame Absicht. Also seine Reaktion ist, und nun? Ich würde fragen, the fuck? Hä? Da liegt was auf dem Tisch. Ja. Und sogar mal wieder ein Gegner. Also haben wir ja so selten gehabt im letzten Kapitel. Müsst ihr Licht ausmachen? Was ist denn? Was? R2? Verstecken. Ah, ich hab's schon so lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit mache. Vielleicht kannst du jetzt mal Gegner wieder von hinten abstechen. Das wäre eigentlich mal ganz cool. Das wäre mal cool, wenn sie diese Mechanik mal wieder einbauen würden. Voll der Survival-Horror, wenn du eigentlich immer nur am Kämpfen bist. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es Survival ist, also macht nichts draus. Gut. Sehr gut, das macht es natürlich super stealthy. Ich bin Survival Man. Das ist Bombus. Bombus Maximus. So. Den kannst du eine Flasche am Kopf schmeißen und dann zu ihm hinrennen und messern. Das geht wirklich. Ich werf's einfach hinter ihm. Dann guckt er nicht in eine andere Richtung. Gut, interessiert ihn überhaupt nicht. Den anderen kannst du so wieder welche geben. Was macht der da? Ah, er hat eine Axt aufgehoben. Ah, natürlich klappt es nicht, weißt du? Es klappt sonst meistens. Nein, der Typ müsste da sein. Und wir sollten uns nicht von ihm begrapschen lassen? Vermute. Ja! Oh! Zu spät? Ja, zu spät, Alter. Er stand direkt in der Tür, oder? Ja, das war jetzt ja auch jetzt kein Vorwurf. Das war so eher ein Ausruf, so zu spät. Oh Mann. Das 8. Kapitel bisher das beste Kapitel war, was einfach ein bisschen Story erzählt hat. Das. Nee, das kommt ja jetzt noch. Also, die haben jetzt einen Teaser hier getan von der Story, dann können sie ja noch ein bisschen mehr erzählen. Muss ja. So. Und nun, das regt mich immer noch auf. Achso, ja, ja. Ist mir auch gerade wieder eingefallen. So. Na, dann wieder das alte Spielchen. Ups, da war noch was. Och nö, ey. Endlich habe ich einen Weg gefunden, die Pforte in eine neue Welt.
Es ist alles hier, direkt vor meiner Nase. Ich bin entsetzt und wütend, dass ich es nicht früher erkannt habe. Dieser Vorgang, um die Psyche eines Menschen zu brechen, auszulöschen und mir selbst freier Hand zu geben, ist so offensichtlich. Und jetzt, wo ich das erkenne und alles, was ich brauche, direkt vor mir liegt, habe ich das Gefühl, es gäbe nichts mehr, das ich tun könnte. Ich habe alles, was ich wollte, alles, was ich verloren hatte. Aber ich brauche Ressourcen. Jimenez? Ja, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Was? Jimenez? Dieser Schwachkopf wird endlich seinen Unterhalt verdienen. Jimenez! Es ist genauso stealthy wie vorher. Du weißt doch, warum altbekannte Taktiken ändern. Weil sie vorhin schief ging? Sie ging schief, weil ich in einen Typen reingelaufen bin, der mich mit einer Handbewegung töten kann. Das kommt nämlich genau derselbe Scheiß wie vorhin. Ich schlag ihn einfach gleich. Mit. Bumm. Schade. Nee. Haha, was für ein Idiot. Ach komm. Na, willst du es jetzt wirklich machen? Haha, voll Idiot. Achso, ich kann ihn auch einfach anzünden. Siehst du, so einfach geht das. Jetzt kannst du seine Axt nehmen? Ja, kann ich gleich machen. Also da ist irgendwas mit dem, genau, da liegt Monitor. Oh, sehr schön. Vielleicht können wir hier mal wieder unsere Munition entkleiden. Was willst du da? Ich wollte eigentlich die Bombe entschärfen. Könntest du überleben. Finde ich super. Bei meinem Skill. Hast du aber genug Zeit. Alter. Ja klar, aber irgendwie war es auch immer auf den letzten Drücker, wa? Na, dann hoffen wir mal, dass ich es überlebe. Ich wollte nämlich gerade runterziehen, wie lange man ungefähr braucht. Jetzt musst du dich bewegen. Heil dich erstmal. Warte mal, ich kann ja mal die Spritze ausrüsten. Du drückst aber gleich X. Anstatt dass du jetzt kannst du nicht rennen. Ich will ja auch gar nicht rennen. Ich will einfach nur, dass geil, fetter Move. Ich will einfach nur, dass er verschwindet. Ja, dann läufst du auch gerade in dir. Schieß, schieß, schlag, mach irgendwas, Mann! Warte mal, wir gehen jetzt. Wir manövrieren ihn ganz billig aus. Das ist doch wieder scheiße, nicht viel. So, jetzt kannst du machen. Ah, oh, ist das. Ich wollte jetzt nicht eine Spritze verbrauchen. Weißt du, sonst immer so scheiße spielen und. Naja, jetzt kannst du auch deine Leben aufladen. Ja, ja. Ich finde, diesen Balken sollten die erhöhen. Das würde viel mehr Sinn machen. Ja. Oder man kann einfach immer rennen. Das würde ich auch ganz nett. Ja, sagen. Aber dann halt so verkrüppelt, wa? Ja. So. Proband Nummer 58, Test 92A. Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Wirkungslos. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region. Nee, nee, warte mal. Guck dir mal ein bisschen um, ob du. Er hat gesagt M33, Sektion F. Übernahme des Probanden noch nicht erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. F7 hat er gesagt. M33, F7. Also hier unten. Du kannst auch nochmal das Aufnahmegerät abspielen, wenn du möchtest. Ja. Warum nicht? Elektrodenplatzierung an M33 der Schmerzregion. Okay, da nicht. Erwarte bessere Ergebnisse mit Stimulation von Sektion F7 der Neokortex-Region für ein. Okay, mach. Kannst schon reinsetzen, F7. Übernahme des Probanden nur mäßig erfolgreich. Individuelle Züge zum Teil noch vorhanden. Habe ich denn jetzt angeleiert? Wie hast du es genannt? Dein Allerheiligstes? Ein eigenes Forschungslabor. Ich
bin beeindruckt. Ja, habe ich schon gesehen, können wir nicht aufnehmen. Ich habe ihm keine Erlaubnis gegeben. Komm, wir sind doch beide Wissenschaftler. Wissenschaftler streben doch stets nach Wissen und Erkenntnis. Zeig mir deine Experimente. Ich kann dir auch vieles beibringen. Sie würden sie nicht mögen. Sie fänden sie ekelhaft. In der Wissenschaft muss man jede Menge Dinge tun, die Laien abstoßend finden. Ich habe auch schon vieles getan, das für andere geschmacklos ist. Sie denken, ich bin sowas wie ein Monster. Du machst dir viel zu viele Gedanken um dein Äußeres. Dabei ist doch dein Verstand das, was wirklich zählt. Das ist Marcello. Ist der andere Ruvik? Können wir noch irgendwas mitnehmen? Sieht nicht so aus, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Sie. Wir sind wieder. Haut raus, bis dann. Tschüss.